Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum Hardware-Check von den, ja, von den 8S Wireless-Kopfhörern, den Bluetooth-Kopfhörern von, boah, eine Firma kann ich nicht aussprechen, Prituquit, also von denen. Wir haben ja im Unboxing schon, also ich habe ja Unboxing und Hardware zusammen gemacht, weil es war ja nicht viel drin, es waren Kopfhörer drin und ein bisschen Kabel. Da haben wir schon festgestellt, die sind sehr leicht. Sehr, sehr leicht. Sehr, sehr, sehr leicht. Also sie werden wahrscheinlich nicht so schwer auf dem Kopf sein. Ich bezweifle aber jetzt, ehrlich gesagt, dass die Qualität vom Ton da so gut sein wird. Werden wir ja gleich sehen. Ich muss hier nur aufmachen, aber einrasten tut das hier gut, wenn man es hochzieht. Das finde ich sehr gut. Jetzt werden wir das erstmal mit meinem Handy verbinden. Bluetooth an. So. Dann schalten wir das mal ein hier. Blinkt. Findet nur ein TV bis jetzt. Ah, jetzt hat er Protoki S8. Koppeln. So, wir sind gekoppelt. Akku ist 80%. Aktiv, wir sind gekoppelt. Kontakte teilen nein. Anrufe, nun ist alles an. Okay. So, dann bin ich mal gespannt. Mal gucken, wo hier laut und leise war. Oder ob wir laut und leise halt direkt nur über das Handy machen. Ich habe einfach mal, ja, wir machen mal lieber nicht volle Pulle gleich. So, und dann gehen wir mal auf Musik. So, ich suche mir gerade meinen Nemesis raus. So. Gerechter Zorn. Ist aber auch gemischt. Das wollen wir nicht. So. Das ist links. Das ist rechts. Das hätte man ein bisschen deutlicher aufschreiben können. Hm.
Geht. Also es geht, also vom Sound her geht's. Bass ist halt ganz schön da und die Stimmen sind ein bisschen leiser. Man versteht alles. Also normal, also nicht atemberaubend. Ich gucke jetzt mal ein YouTube-Video. Nämlich am besten eins von mir, nicht, dass ich da auch wieder Content kriege irgendwo. Falls man es hört oder weil es wieder zu laut ist oder was weiß ich. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir mal hier ESKA. Nehmen wir da mal das Unboxing. Wenn es nicht volle Pulle aufdreht. Hört sich aber ein bisschen echolastig an. Also es hört sich ein bisschen echolastig an, irgendwie sehr kurios. Ich guck mal jetzt. Spaß kostet X. Ist schon was besser, wenn es Laser ist. Kurios. Also die Stimme hört sich nicht so gut an. Ich guck mal jetzt wegen Hangout. Mein Kanal. So, ich gucke jetzt mal den Hangout von gestern. Ich habe ein Echo drin. Also Musik geht. Es sitzt halt normal drauf. Also Musik geht. So. Eigentlich schon. Ich muss mal hier den Ausknopf noch finden, wo war der da? Aber wenn ich ein YouTube-Video gucke und ich habe es jetzt extra nochmal geprüft, ich habe jetzt gedacht, dass es vielleicht an meinem Ansteckmikrofon liegt. Oder so. Aber nee, selbst wenn ich ein YouTube-Video gucke, wo ich mein Rode benutze. Wie gestern der Hangout zum Beispiel. Ist da irgendwie, es hört sich Echo an. Irgendwie, als wenn ich mir das in der Höhle angucke. So in etwa. Also nicht so krass schlimm, aber man hört es halt raus. Und wenn man halt viel Videos guckt, wo irgendeiner nur quatscht, ohne Musik oder was. Oder für Telefonieren oder so.
Ich weiß nicht. Also da finde ich es jetzt ungeeignet für, muss ich sagen. Also das soll 21 Euro kosten. In Blau und in Rosa gibt's so das auch. Also es ist halt ein preisgünstiges Headset. Also wirklich preisgünstig. Es ist leicht, es ist wirklich wie kaum Watt. Der Ton ist für Musik okay. Für YouTube-Videos oder wenn da einer quatscht. Da finde ich es hallig. Hallig, genau, hallig. Nicht echomäßig, hallig. Hallig finde ich es, genau. Jetzt habe ich das. Hat mir die ganze Zeit auf der Zunge gelegen. Aber es gibt genug andere Headsets, die das auch können. Also es ist wirklich ein sehr, sehr preisgünstiges. Also ich versuche gerade irgendwie humane Worte zu finden. Weil ihr wisst, ich bin halt nicht einer, der irgendeine Sache, wenn sie halt nicht so gut ist, tot hatet, dass man da wenigstens vernünftig umschreibt und nicht ausfallend wird, aber es ist bei dem Ding echt schwer. Für den Preis okay, würde ich sagen, ist 21 Euro, wobei 10, 15 Euro dann noch besser wären. Für Musik okay, also Musik kann man wirklich damit anhören, das ist okay, aber es ist hallig, also wenn du ein YouTube-Video guckst, ich habe jetzt extra welche geguckt, mit wo ich das Steckmikrofon nehme und wo das Rode mit bei war, und das hört sich nicht so hallig an. Ich habe ja vorhin extra mir die Videos auch nochmal angeguckt am PC, und da ist nichts hallig. Oder wenn ich jetzt hier direkt über Handy gucke, so. Wir nehmen am besten mal den Hangout von gestern gleich, da wo ich aufgehört habe zu gucken eben. So wie Borderlands, war besser. Na, Borderlands kriegt er. Ach Mensch, kriegt der Borderlands 3 kriegt er jetzt Multiplayer. Irgendwie. Also da habe ich eine klare, saubere Stimme. Ja, na, jetzt kommt ihr erstmal im Game Pass. Komm, geh jetzt. So. Erstmal esse ich und dann kannst du wieder kommen. Erstmal kommt. Ja, eine ganz klare, saubere Stimme. Und auf dem bin ich ein bisschen hallig. Also für 21 Euro okay, aber mehr würde ich auf keinen Fall dafür ausgeben. Tragekomfort. Sie sind leicht, also das ist gut. Also wenn man jetzt Sport macht oder so und dann nicht große Fette haben will, dann ist das okay. Aber die sind auch halt einfach nur so drauf. Ja, also. Einrasten tun sie gut, also man braucht keine Angst haben, dass sie sich automatisch verstellen oder so. Man kann eine SD-Karte drin machen, das ist positiv, wo man sich Musik draufpackt. Man bräuchte halt, wenn man rennen geht oder joggen geht oder Fahrrad fährt oder was weiß ich, macht sich eine SD-Karte drin, dann läuft die Musik durch. Man kann halt hier Titel weitermachen, ich denke, kann auch Alben weiterklicken oder so, wenn man sich eine Bedienungsanleitung durchliest, was ich jetzt nicht mehr machen werde, weil es zu klein geschrieben ist. Da ist es okay. Das ist ein muted Feature. Ja, ist halt so ein Nischending.
Mit SD, Bluetooth. Ja. Link packe ich euch in der Beschreibung. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt explizit nur Videos da, unterwegs gucken wollt oder so, und ich da wollte das eigentlich für den Fernsehen nehmen, aber werde ich denn wohl doch nicht machen. Wenn ihr Videos gucken wollt, wo einer quatscht oder so, dann nicht. Holtet euch, wenn ihr Musik hört, unterwegs oder so, dann ist das okay. Aber wenn ihr nur, wenn nur wirklich nur ruhiges Video gucken wollt, wo einer quatscht, da hört sich's irgendwie schallig an. Ich kann es nicht anders beschreiben. Sorry, aber es ist halt so. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.